GZS setzt da Jörn Schlönvogt als stolzer Papa der kleinen Delia. Doch die Geschichte ihrer Geburt war eine, die Jörn in Angst und Schrecken versetzt hat. Dabei ging es der Kleinen zwar gut, nicht aber der Mutter Hanna. Wie Jörn in einem Interview mit der Bunten verraten hat, hätte er fast seine Verlobte verloren. Bei einer Routine-Schwangerschaftsuntersuchung hieß es auf einmal Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung. Von da an ging alles sehr schnell. Die kleine Delia musste am 13. Dezember, knapp 2 Wochen vor dem eigentlichen Termin, schnellstens per Kaiserschnitt geholt werden. Doch nach der Geburt war es weiter dramatisch. Hannas Blutdruck lag über 200, die Nieren arbeiteten nicht und die Leberwerte waren katastrophal. Zudem ließen sich innere Blutungen kaum stillen. Dann wurde Hanna auf die Intensivstation verlegt. Ich war geschockt, hatte wahnsinnige Angst, sie zu verlieren, erzählte der 31-jährige GZSZ-Darsteller. Überfordert mit der Situation musste er für die gerade geborene Delia da sein. Doch zeitgleich hatte er Angst, seine bessere Hälfte zu verlieren. Es ging zum Glück alles gut. Seiner Verlobten geht es besser und Jörn kümmert sich während ihrer Erholungszeit aufopferungsvoll um Töchterchen Delia. Wir freuen uns, dass die kleine Familie diese schwere Zeit überstanden hat und sich nun sorgt. Frei über den Nachwuchs freuen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.